Hallo, meine Lage aufbauenden auf die Sonne zuflieger und herzlich willkommen zurück zu weiteren lauschig flauschigen Wünschen hier bei Starbound. Ja, wir waren letzte Runde, haben wir mal ein bisschen vorbereitet, dass wir. Ach, guck mal, wir können auch hier was machen. Dass wir ein paar bisschen Lage hergestellt haben. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns darum, dass wir ins nächste Universum fliegen. Kurz nochmal was essen. Aber mir hat sich ein bisschen das Schlechtere diese Woche ergeben. Muss jetzt doch mehr arbeiten als gedacht. Ärgert mich zwar so ein bisschen, aber na gut, was willst du manchmal machen? Und ich würde sagen, wir fliegen weiter. Woo! Ich hab kurz gut gemacht. So, wir sind in die nächsten Galaxie gesprungen. Oh. Kennt ihr das, wenn auf einmal so ein Genaler durchkommt auf einmal? Wow. Das sind wir, ne? Das hier ist Nenetto Strand. One Orbit Body. Two Orbit Body. Guck mal, das ist so grünlich. Und der ist so. Ich würde sagen, Gute ist, wir wissen ja noch, dass wir genau nur daneben geflogen sind. Daher geht das. Hä, wie? Unexplored? Da kommen wir doch gerade her. Ah, nee, lol. Kann man hier nicht irgendwie näher? Desert Forest Lush, Forest Baron, Desert Luna. Das ist unexplored und das kennen wir ja schon. In der waren wir ja. Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir fliegen mal dahin. Und erkunden als erstes diesen Planeten. Würde ich jetzt mal meinen. Wäre ja schon mal interessant zu sehen, was ist das? Das ist ein. Also hier kriegen wir sozusagen die Dinger. Ja, dann fliegen wir erstmal in seine Umlaufbahn. Und dann gehen wir erkunden, oder? Würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur warten, bis er gelandet ist. Ui. Heute ist schlimm. Heute ist schlimm. So, wir können auch von hier aus auch rüber beamen zu unseren beiden Quest-Wüstenplaneten und dahin. Aber wir wollen hier runter. Und ich bin mal gespannt, was uns hier. Wow. Das sieht ja cool aus. Holy Macaroli, was ist denn das Feines? Okay. Hi. Bist du aggressiv? Ja, bist du. Bist du? Warum bist du so aggressiv, Mann? Ich wollte nur gucken. Warte mal. Ein bisschen nehme ich schon mal mit, war. Da drüben war noch was. Warte, die Bäume sind auch cool aus, so mit diesen Stacheln da dran. So, was sollen wir mal machen? Geröstete Karatskis. Wobei wir mal schon mal reinpacken, dann haben wir es da. Können wir nämlich gleich auch schon wieder was nachmampfen. So, ich würde sagen, gefällt mir die Spielweise gerade mit der Pistole und dem Ja, bisschen schwer zu erwischen. Macht trotzdem irgendwie Laune. Ah, ich finde das voll toll, dieser Kunden gerade jetzt hier. Es wird schon dunkel. Ey, kommt ja schon wieder ein Lorcher. Bist du böse? Hi.
Nein, bist du nicht. Das ist gut. Weißt du was? Ach so, der hat jetzt daraus... Ah, okay, gut. Der hat daraus jetzt Bronze gemacht. Bronze. Ihr wisst schon, Kupfer. Der hat daraus jetzt Kupfer gemacht. Ist zwar ganz niedlich und so, aber... bringt mir jetzt gar nicht so viel. Kupfer brauchen wir ja gerade nicht. So, da würde ich sagen... So, ich muss den nochmal... So. Und zu. Und weiter geht's. Hat er sich gerade geheilt oder hat er gerade gegessen? Du bist auch ein Lieber, ja? Okay, gut. Du siehst nicht mehr lieb aus. War mir klar. Oh nein! Jetzt habe ich ihn angegriffen. Es tut mir leid. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile so, dass ich die gar nicht mehr unbedingt attacken möchte, ne? Weil, warum auch? Hey! Hallo! Weißt du was? Irgendwie ist es doch besser mit dem hier. Weißt du, du bist ein ganz schön gemeiner. Bin leer an Muni. So. Komm, wir gehen mal hier runter. Aber wenn ich das jetzt hier wegmache, dann komme ich hier nie wieder hoch. Nie wieder. Aber ist doch egal, ich will da runter. Oh, guck mal, kannst du hier unten aufkommen. Okay, blub. Au! Ha! Ich habe mich aber gelöscht. Naja, ja. Ja, gut, wa? Machen wir einfach ganz gechillt. Wir haben so viel Erde hier erstmal. Da können wir ja ein bisschen was zusammentragen. Ich habe immer noch einen Towerblock da. An sich ist die Pistole ja nicht schlecht. An sich ist die Pistole ja nicht schlecht. Na dann kommt doch. Ich baller euch alle einen rein. Hallo, die Wölfe, ihr haltet aber eine ganze Menge aus. Jetzt hat er aber Fleisch gegeben. Ah, ich habe die Woche eine lange Woche jetzt, weil man mich gefragt hat. Habe aber auch schon ausgehandelt, dafür nächste Woche nur 3 Tage. Und dafür muss ich ja diese Woche 6 Tage. Ist schon wieder ein bisschen doof. Aber manchmal muss man es halt mal machen. Ist auch nicht ganz so, ich sag mal, high. So heftig. Aber es ist schon ätzend, ne, weil man sich einfach anders drauf vorbereitet hat. Nimm mal mit. Wir müssen mal Geld zusammenkratzen. Eine geblätterte Pflanze. Hast du hier irgendwas? Sumpfkiste. Okay. Ein bisschen was zum Heilinsten. Ein bisschen Geld. So, warte mal. Du hast das hier gefunden. Ne? Kannst du mal darauf zugreifen? Und was kann ich davon lernen? Den einen zumindest. Der bringt mir 62. Ich kann es wegschmeißen. Brauchen wir nicht. Und weiter jetzt. Weiter, weiter, weiter. Heiter, heiter, weiter. Na, ihr wollt ja, ihr gibt ja alle irgendwie nichts. Ich kann mit euch nicht mal reden. Und ihr seid auch nicht dafür da, dass ich euch irgendwas untersuchen kann, halt leider. Oh, ne, ich wollte daran. Okay, es ist nichts. Kistchen. Ich liebe dieses einfach, dass du da eine Sumpfkiste Blueprint. Warum eigentlich nicht? Nimm mal das mit und ist gut.
Okay, hi. Hi. Okay. Das sind aber nicht die, die wir finden müssen. Scheint zumindest, ey, sehr kleines Dorf zu sein. Okay, ein bisschen größer als gedacht. Aber das finde ich gut gemacht, dass die sich hier auch dann sozusagen selbst versorgen und so. Avianische Kampftechniken, das möchte ich gerne mal lesen. Avianische Kampftechnik, 30.000 Krieger anführen. Das Schlachtfeld muss achtsam ausgewählt werden. Suche weites Flachland, auf dem das Gewicht und die Masse unserer Streitkräfte am kraftvollsten dargestellt werden können. Unsere Krieger sollten sich methodisch anhäufen in Stille. Lass jeden individuell ihren Schlachtruf ausrufen. Eins versammelten in ihrem Ausmaß und lass die Lieder des Krieges aufschreien. Stelle die Trommeln der Schlacht auf das Donnern eines Sturms. Sollte ein Angriff nötig sein, brich die feindlichen Reihen mit Distanzwaffen, rücke vor, stürme und verwüste ihre Reihen mit 10.000 Kriegern. Um die Flanken zu übernehmen, führe 10.000 Avianer aufgeteilt, überfall und übernehme die Flanken. Leite deine heftigsten Angriffe mit gefälschten Rückzug ein, um die gegnerischen Reihen in Unordnung zu bringen. Behalte 10.000 Krieger in Reserve. Behalte deine Gegner so gut es geht am Leben. Es existiert kein besseres Opfer für Klux, als sein Altar mit dem Blut eines würdigen Gegners zu beflecken. Na toll. Alle ganz schön übel. Mit ihrem, ja, wir müssen hier alle jetzt opfern und sowas. Interessantes Dorf aber. Sehr interessantes Dorf. Frage mich, aber das sind jetzt nicht jetzt keine Hinweise für die Dings, ne? Oder zählt es auch zu. Irgendwas schießt da gerade. Neuer Tag, neue Vase zum kaputt machen. Ha! Ist trotzdem hier hochgekommen. Violettes Tagebucheintrag 1 und 2. Damit zerstörst du die Welt! Ist mir doch egal, ich drücke auf den roten Knopf. Du kannst ja mir hier keinen roten Knopf hinstellen. Wenn wir da runterspringen, sind wir tot. Hehehe, coole Abkürzung. Hi! Ist auch cool gebaut. Das ist ja genial. Ja, ich weiß, wir haben noch Bücher, die lesen wir uns doch gleich durch. Aber das Dorf ist nicht davon aus, dass man ihnen helfen soll, ne? Also das Dorf, das macht hier für dich selber und will keine Hilfe. Ich hab es gesehen. Hallöchen. Komm ich nicht rein, ne? Na, geh mal hier einfach. Macht doch gar nichts. Was? Entschuldigung, okay, okay. Ich gebe jetzt. Was ist denn? Ich wollte doch nur da runter gehen. Hier, bitteschön, da ist wieder zu. Ich hab doch schon alles zurückgegeben. Lass mich in Ruhe. Ich wusste nicht mal, dass der Schlamm auch zählt. Hätte mir aber einer verraten können. Was ist das? Ich wollte doch eigentlich nur da unten runtergehen, damit ich gucken kann, wie soll ich denn da runterkommen. Hi, Chakalaka, nein, ich will nicht Chakalaka, lass mich Chakalakan. Indiana Jones! Indiana Frankie rettet durch den Altar. Ich könnte nur da runter gehen. Wenn ich. Wenn man dann gleich entdeckt wird und dann. Hm.
So. Warte mal. Ich hab doch noch den da. Kannst du gar nicht sehen. So. Aber ich mich halt unten durch. Ich glaube, ich habe mich mit denen ein bisschen böse eingelassen. Der kann mich nicht sehen. Also wenn der jetzt sagt, jo, wala, 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 dann und Schakalaka und sowas, das gibt's nicht. Ja, ich weiß, es ist dunkel. Guck mal, ich mache euch ein bisschen Licht. Irgendwo da war doch das Ding. Ja, bald kaputt, dann kann ich die nächste nehmen. Muss ich eh mal alle durchnehmen, ne? Du kannst mich doch gar nicht sehen. Ich bin unter deinem Dorf. Wie soll denn das gehen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin doch nur hier so ein bisschen am gucken. Das wollte ich gar nicht. So, dann machen wir hier ein bisschen Licht für euch. Wir haben die Stadt untergraben und falls das ist, können wir dann wenigstens sagen, wir können sie einstürzen lassen. So, toll. Du hast doch noch eine Quest. Eigentlich habe ich keine Lookup-Quests hier jetzt. Ich wollte eigentlich mal so... Ah, ich bin so einer, also ich bin so ein richtiger Anti-Quest-Typ, weißt du? So, pass mal auf. Wir haben jetzt hier erstmal eine Pilgerfahrt. Okay. Wie viele Avianer wurde ich nicht auf Arbos geboren, doch ich wuchs umgeben von der Erzählung unserer Heimatplaneten auf. Seitdem ich denken kann, habe ich davon geträumt, eines Tages dorthin zu reisen. Es braucht jahrelange harte Arbeit und Disziplin, um sich die Reise leisten zu können. Ein bedeutender Teil einer avianischen Pilgerfahrt. Endlich machte ich mich auf den langen Weg und ich wurde wahrlich belohnt. Die Schönheit Arbors ist unübertroffen in diesem Universum, da Arbors einst den Äther in den Flügeln Kluaks weilte. Gelesen? Die Augen Kluaks. Das Verständnis für Maschinerie zu erhalten war nicht einfach für die avianische Rasse. Wir wurden nicht als eine Rasse von Ingenieuren geboren, sondern als eine Rasse der Krieger und Priester. Dies ist der natürliche Weg der Dinge, jedoch änderte es sich für immer, als uns die Avolite-Kristalle gewährt wurden. Die Schlucht zwischen Spiritualismus und Wissenschaft überbrückend haben uns die Kristalle ermöglicht, unsere Zivilisation erblühen zu lassen in dieser modernen Zeit. Achso, und deswegen seid ihr immer noch daran, jemanden am Umbringen, ja? Okay, pass mal auf. Erstmal brauchen wir Band 1, dann brauchen wir Band 2. Okay, hier könnt ihr jetzt selber lesen. So. Und so. Ja. Gut, dann können wir Band 1 da reinschmeißen, Band 2 da reinschmeißen, Band 3 und 4 hier lesen. So. Und Band 4. Noch 3 Seiten. Da gibt es noch eine Rasse, die wir noch nicht haben. Na, dann werden wir mal gucken. So. Müll und Müll. Genau, also wie gesagt, muss jetzt dann die Tage doch arbeiten. Dann müssen wir das mal sehen. Mein Freund, Minoknet-Agenten. Okay, na, dann werden wir mal gucken. Ich hoffe, die vergessen meine Taten, die ich hier getan habe. Hi, seid ihr wieder lieb? Aber ich muss in die andere Richtung. Okay, dann gehen wir später dahin. Wie finde ich das witzig? Scheibenkleister. So.
Aber es läuft hier nirgends hin, wa? Einfach nur weg. Ist ja witzig. Läuft ins Nichts hinein. Dann, dann. Laufen wir weiter. Bambadada. Hi. Aha. Okay, warte mal, ich sollte mal. So. Ach so, ist hier wieder so ein See mit Wasser, wa? Ja, ich müsste viel mehr abbauen. Aber was bei mir halt so ist, ich bin so ein richtiger Erkundungstyp. Ich mag das eigentlich eher. Einfach nur zu erkunden. Ich liebe es einfach so durch die Gegend zu latschen. Mir einfach so Sachen anzugucken. Wir werden auch noch viele andere Sachen machen, aber erstmal so ein bisschen ein Auge für das Planeten bekommen und anschauen, weil ich würde gerne auch eine Kolonie aufbauen. Wenn ihr sagt, es gibt so viele Dinge, die man hier erkunden muss. Und das ist ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Uah, da wollte ich gar nicht rein. Dann ist man schon so, dass man sagt, ja, ich gucke mir das mal so, so und so und so an. 6 futtern das. Okay, die halten weniger aus als die anderen. Ich glaube, das ist auch noch spezifisch, ne? Manche halten mehr aus, manche halten weniger aus. Kann das sein? Das ist wirklich so eine spezifische Sache. Ja, guck mal, die da halten jetzt zum Beispiel weniger aus. Na gut, ich glaube, es kommt doch an, ob ich genau treffe oder nicht. Komm näher, Trilli! Kommt doch, kommt doch, kommt doch, kommt doch, sage ich, komm doch, sage ich. Ja, ich hab die Knarre. Die macht's. Bam! Ist ja genial, das Ding. Mob-Figur added to Action-Figur-Collection? What the? Nicht der beste Flieger, es ist ein Geheimnis, wie die Bubba-Pferd-Spezies überlebt hat. Okay. Action-Figur. Genial. Aber was bist du? Oh, Pixel, Pixels! Yeah. Du willst mich doch verrollen jetzt so, oder? Warum? Das ist doch keine Pixel. So, jetzt haben wir ein bisschen Karotten und sowas erstmal schnell. Und wir unser Essensleister füllen. Ansonsten müssen wir gleich nochmal. Ja, okay, müssen wir. Müssen wir, meine Freunde, müssen wir. Wir müssen kurz ein Lagerfeuer aufsetzen. Nee, warte mal, das war falsch. So, dann machen wir mal hier so ein Lagerfeuer hin. Wir kochen uns mal kurz das Steak ab. Und stellen mal hier nochmal 4x Reis her. Wie viel haben wir denn davon noch? Ein bisschen haben wir noch, aber müssen wir bald dann wieder nachholen. So, gib mir das hier bitte mal zuerst. 6, 5 und klack. Nein, hallo. Hä, was habe ich denn jetzt gegessen? Ach, egal. Hi. Wer oder was seid ihr? Aliens. Noch ein Dorf.
Hi. Westlich. Ah, guck mal, das ist da drüben. Okay. Wenn du etwas kaufen musst, habe ich eine große Haus. Dann mach mir doch nicht die Tür da immer vor der Nase zu. Bleib mal hier. Hallo. Ey, dann lass mich doch. Ach so. Ah. Naja, jetzt nicht so interessant. Hier, das kriegst du von mir. Kriegst du von mir. Kriegst du von mir. Das gebe ich dir. Das gebe ich dir. Das gebe ich dir. Was hast du da Interessantes? Na, gar nichts. Hey, wir sind close. Okay. Hi. Oh, wir haben nämlich alles mit. Ich habe nichts geklaut. Das stand hier herum. Und du hast eine Quest. Als erstes brauche ich 6 Bauholz. Jetzt sollen wir das dem Typen dann geben. Okay, machen wir. Annehmen. Nix Gewebe. Ah ja, Demas. Dann machen wir mal hier den da hin. Und ich brauche einen Webstuhl. Danke dir. So, und was war das? So, genau. Lass ich denn hier einfach stehen, die Dinger sind ja so schnell wieder zusammen. 6 Gewebe, ja. So habe ich gemacht. Und jetzt sollen wir das dann abgeben. Okay, dann gib mal her. 12 Eisenerz. Oh, warte mal, ich habe ja Barren da. Und das muss dann auch wieder weitergelegt werden. Die lese ich mir jetzt nicht alle durch, weil ich muss sagen, die Texte finde ich ein bisschen anstrengend gemacht. Huch, ich wollte nicht ausmachen. Entschuldigung. Da bin ich gleich durchgemacht. Warum? Kurz klar. Das ist so ein bisschen mit den Azteken zusammen gemacht. Also die sind abgeschuppert von den Azteken, so wie das Tenochtitlan. Kann ich heute nicht mehr aussprechen. Den will ich ausprobieren. Den will ich ausprobieren. Nein, ich will nichts verkaufen. Ich will jetzt. ich brauche einen Gegner, der meinen Flammenwerfer an sich getestet haben möchte. Schön ist mal, wenn du den Leuten das verkaufst, was du den gerade genommen hast. Ja. Muss ich mitnehmen. Muss ich schon lesen, ne? Wenn ich schon angefangen habe, sollte ich die auch lesen. Das ist ja schon eine Andeutung mit dem Wolken und sowas da. Also deswegen müssen wir das mal so machen. Nehmen wir alles mit. Was hast du noch? Du willst auch noch mal was haben. Jo, dann retten wir auch noch dich und dann legen wir mal los. Yeah. Hi. Hier. Ich muss dann wahrscheinlich nochmal die Gewebe machen. Yeah! Hello, my friend! Ich hab was hier für dich! Yeah! Ich will Spielzeug. Ah! Ich muss eigentlich gleich gegrilltes Fleisch rauskriegen. Na, was wollt ihr denn hier? Ja. Burn! Ist das ultimativ?
genial. Lalalalalalala, wir haben was Tolles für euch. Ey, du haust ja auch gleich die ganzen Gegnerhorden, ne? Ich liebe es eigentlich nur, den Planeten schon überhaupt nur so zu erkunden, ne? Das ist schon... ist schon der Wahnsinn. Wenn dann zu der Quest es regnet und du hast diesen die Sonnenstrahlen hier noch. Ist das geil. Das Ding macht so Laune. Okay, warte mal, den muss ich jetzt abbauen. Also Wolframerz ist ja für uns immer noch eins der wichtigsten Erze. Und wir haben immer Licht, ne? Oh. I'm out of money. Ich muss nachladen. Bin ja mal gleich gespannt, wie das gegen die... schon wieder halten. Müssen wir jetzt dann aber auch gleich Feiern machen, denn das muss ich jetzt machen. Ich muss mich ein bisschen an den Zeiten mal ein bisschen dran gewöhnen wieder. Und das nicht immer zu übertreiben, weil allein bei dem Strategiespiel dauert das ja nun mal schon mal. Da kann man nichts machen. Und, aber irgendwann muss auch mal so... Ja, genau, deswegen. Und wupp. Ha! Hi! Geil, du kannst dann die ganze Zeit hin und her machen. Und dadurch ballerst du da einfach durch. Sag mal, wo soll denn das jetzt alles sein? Ey, dies Gift fällt mir auf jeden Fall. Halt, stopp! Nein. Boah, das ist ja cool. Stopp! Aus, vorbei. Aha. Danke. Der hat jemand nicht aufgepasst. Okay, wir müssen runterbeamen und die Sachen noch schnell wiederholen. Ja klar, die hauen halt gut rein, ne? Warte mal, wir waren glaube ich schon fast durch. Also müsste hier drüben wahrscheinlich das Gebiet sein. Hallöchen, danke dir. Ja, ich hatte einfach nur mal ich hätte nur mal kurz Pause machen müssen und das Ding da machen sollen, aber na gut, meinetwegen. So, dann kannst du hier einfach mal drauf springen und dann machst du hier den Jump und dann bist du wieder da. Ja, die machen wir gleich vielleicht mal. So, hier. Und die sind schon eher als C, die, ne? Die Fliegchen hier. Ran muss Verkäufer. Ein Teichhelm, was habe ich denn da jetzt? Ich habe auch 30, ne? Okay. Dann verkaufe ich dir das mal.
Den mal. So, danke dir. Ich gehe da mal weiter. Was ist denn du von mir? Nein, gib mal weg. Ich muss erstmal hier was besiegen. Okay. Aber die waren jetzt also doch tot. Warte mal. Da muss ich jetzt mal was kurz gucken. Ich glaube, hier wäre sogar der Granatwerfer jetzt sinnvoller. Tschüss, tschüss, tschüss. Boah. Boah. Die Hunde im Glas. Na klar. Nimm mal mit. Sag mal, du bist nix. Da ist eine Kamera. Okay. Mit euch gemacht. Okay, das ist Stoff für die nächste Folge, meine Freunde. Wir werden die nächste Folge weiter reingehen und werden uns das mal anschauen, was hier los ist. Aber wie gesagt, nächste Runde erst, nicht diese Folge. Nächste Folge machen wir hier weiter. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir werden hier einfach einen Selfie-Safe machen. Ach du Heilige, mach zu! Musst du die Tür zu machen hinter mir? Sag mal hier. Sperren. War eigentlich? Sicherheitstür. Okay, nee, warte mal. Ich dachte, man nur, ja, ihr wisst ja, ne? Gut, dann bauen wir mal hier die Sicherheitstür wieder ein. So, da rein. Sehr schön. So. Danke. Okay. Dann machen wir hier Feierabend, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis von Science. Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da geht's da runter. Da gucken wir mal, was da unten noch in dem Distrikt ist, was wir da noch so alles finden werden. Da habe ich auf jeden Fall richtig Böckel drauf. Und bin auf jeden Fall schon mal ganz, 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 ganz doll gespannt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, nachdem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und dann ist es wirklich gut. Bis dahin. Tschüss.